Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal und ihr seht, ich habe eine Brand News Box und zwar ist es eine Special Box. Und zwar war sie unter dem Titel Asia Box erhältlich und ich will euch jetzt zeigen, was der Inhalt ist. Ich habe sie schon ausgepackt, reicht das? Und zeige euch gleich mal den Inhalt von dieser Asia Brand News Box. Und ja, mal schauen, ob sich das gelohnt hat. So, ich habe den ganzen Inhalt ausgepackt und mir jetzt hier hingelegt und wir haben einen Flyer dabei. Deine Genussreise. Hallo Nuzi. Schon gespannt auf eine kleine kulinarische Auszeit, die deine Geschmacksknospen auf einen anderen Kontinent katapultiert. Dann greif zu und verpasse deinen Essgewohnheiten ein aufregendes Update. Lass dich von neuen Drinks, Snacks und Soßen mit überraschenden Texturen und Gewürzen faszinieren und probiere Food Highlights, die du nicht so einfach im Supermarkt findest. Vielleicht entdeckst du ja sogar neue Lieblingsprodukte Entschuldigung, in unserer Asia-Box. Im Newsletter hatten wir dich auch weiterhin mit guten Nachrichten und leckeren Überraschungen auf den Laufenden. Viel Spaß beim Entdecken und Probieren. Wünsch dir, keine Ahnung, Produktbewertung und so weiter. Der hier wünscht das. Genau, und wie gesagt, hier sind die Produkte aufgelistet. Ich würde sagen, wir arbeiten uns hier einfach durch. Dann kann ich euch nämlich gleich die Sachen dazu sagen. Das erste, was wir haben, ist das Getränk hier. Tongji Unif grüner Tee. Zuerst schwören viele auf die Wirkung und das Aroma von grünem Tee. Fein, herb und gleichzeitig mild und sanft in seinen Geschmack kann er auch kalt zu jeder Tageszeit genossen werden. Umso praktischer, wenn du ihn als Eistee in deinen Kühlschrank aufbewahrst, um dich jederzeit mit einem erfrischenden Geschmack und der leicht süßen Note erfrischen zu können. 500 Milliliter für 2,29 Euro. Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen, das Getränk. Also ich weiß nicht, ob es direkt beim Asiaten war oder ob es bei uns in einem Asia-Shop war. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wie lange ist denn das haltbar? Steht das hier irgendwo eigentlich auch drauf? Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Also hier sehe ich nichts, da sehe ich nichts. Nö, ich sehe gerade hier kein Mindesthaltbarkeit. Das wird wahrscheinlich hier von den Sticker überklebt worden sein, was aber auch ein bisschen unpraktisch ist. Aber ich werde es jetzt eh bald trinken. Also ich liebe solche Sachen. Ich liebe diese Getränke einfach so sehr. Und deswegen, das wird nicht lange irgendwo bei mir hier so rumstehen. Grüner Tee ist eh mein Lieblingstee. Also Jasmin geht noch, finde ich. Aber grüner Tee ist eigentlich schon mit am besten, oder? Meine Meinung. Das nächste, was ich habe hier, die hatten wir schon mal in, also ist eine andere Sorte, aber diese hatten wir in der Gamerbox. Ne? Und zwar Sunjung Quanchi Soko Sticks. Das war eine andere Firma, aber waren auch solche Schokosticks. Du liebst es, wenn Schokolade richtig knackig ist und dann auch noch schön knuspert. Dann sind diese Schokosticks die perfekte Nascherei für dich. Dank den Stäbchenformen wird es auch nur in deinem Mund und nicht an den Händen schokoladig. Also gönne dir die volle Ladung puren Crunchy Schokogenuss auf einen knusprigen Biskuit. 54 Gramm für 2,19 Euro. Ich weiß gar nicht, sind das, ist das, sieht aus wie so Oreos, ne? Also es wird wahrscheinlich so ein, steht schon Milch? Kannst nicht genau sagen, was für eine Schokoladenrichtung das sein könnte. Bei 54 Gramm bin ich jetzt auch am Überlegen, müsste jetzt auch nicht so viel sein, ne? So, dann schauen wir mal. Wir haben drei Sticks. So sehen die dann aus, ne? Ja, sowas hatte ich. Also wir hatten irgendwas mit Knusperreis so gehabt, mit Puff, so, was ein bisschen geknistert hat dann auf der Zunge. Das wird jetzt hier in dem Fall nicht sein.
Ja, eins werde ich mir rausnehmen und dann werde ich die anderen mal weitergeben. Das denke ich mal schon nicht verkehrt, ne? Soll ich aufmachen? Komm, ich mach mal meins auf und probiere mal. Ich bin ja nicht so immer der Schokoladenfreund. Also so sieht's aus, ne? Wir haben ja unten diese die Halterung, ne? Also, wir haben eine sehr dicke Biscuit-Stange mit einer leichten Schokoladenummantelung, die sehr knusprig ist. Lässt sich aber dann leicht essen. Und schon vom Schokoladenwert her, okay. Wird wahrscheinlich vielen nicht ganz so schokoladig sein. Also die wünschen sich mehr schokoladiger Geschmack, so ein bisschen cremig. Für mich ist es ganz gut, ja, dass da ein ganzes Ding gesamt nicht zu süß ist. Und das liebe ich. Also ich mag es, wenn Sachen nicht zu süß sind. Ich bin einfach auch nicht so ein Nutella-Freund und so. Es ist mir einfach zu süß. Aber das ist ganz gut. Aber wird es jetzt nicht als Neuwert, weil wir hatten das ja auch so Biskuit-Stangen mit Schokolade ist jetzt nicht eine Revolution. So, das nächste, was ich habe, da habe ich auch nochmal den kleinen Informationszettel dazu mit den Nährwertangaben. Und zwar haben wir hier, ich halte es mal hier hin, Bibico knuspriger Eigensnack Wasabi. Mit ihren vielen Vorzügen für die Gesundheit sind Algen ein echtes Superfood. Mit der perfekten Balance zwischen Knusprigkeit und scharfer Würze eignen sich die Algen-Snacks mit Wasabi-Geschmack perfekt als Snack für zwischendurch, als Topping für Salate oder für den Extra-Crunch als Zutat in Suppen oder Reisgerichten. 5 Gramm, 1,59 €, genau. Ja, die kenne ich. Also jetzt weiß ich nicht unbedingt mit Wasabi-Geschmack, aber diese Eigensnacks, die kennt man doch eigentlich schon, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie scharf die sind. Es wird mal laut. Okay. Verpackung ist gewonnen. So, jetzt muss ich mal nur gucken, dass ich hier irgendwie ein Eigenpapierchen hier rausbekomme. So sieht's aus. Ich glaube, ich werde jetzt das nicht komplett, sondern nur so ein Stück mal nehmen. So. Also es ist eine leichte Würze drauf, das merkt man schon beim Anfassen. Oh, lecker. Ich liebe Algen, weil ich liebe auch total Sushi. Mmh. Oh, lecker. Mmh. Oh ja. Die sind gut, die sind auch nicht zu scharf. Und wie gesagt, die sind knusprig, wenn man sie in der Hand hält. Und sobald man die dann im Mund hat, werden die schön weich, so wie man es halt auch von den Sushi kennt, wenn die so gerollt ist. Und dann, oh, lecker. Also da muss ich sagen, ja, sehr, sehr lecker. So, für das laute Knister möchte mich entschuldigen. Also, Algen-Snacks. Ich muss echt, also meine Mutter kommt jetzt bald wieder zu Besuch und wir haben auch so ein bisschen vor, in die Innenstadt zu gehen und bei uns in der Innenstadt in Leipzig hat so ein Goesha-Shop aufgemacht. Ich kannte den bisher nur aus Berlin und da kriegst du wirklich alles mögliche aus Asien und da würde ich tatsächlich mal auch so Algen-Snack, glaube ich, mal holen, weil
denk mal, das wäre mal schon mal was ganz Cooles. Also auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Genau. So, dann als nächstes habe ich hier ein Fläschchen, wo ich nicht weiß, was mich hier erwartet. O-Food Korean Barbecue Bulgogi Marinade. Die koreanische Barbecue-Marinade, auch bekannt als Bulgogi-Soße, verleiht dein Grillfest einen authentisch koreanischen Touch. Die Mischung aus Zutaten wie Knoblauch, Sojasauce, Ingwer und schwarzen Pfeffer eignet sich perfekt als Marinade für Rindfleisch oder auch Gemüse. Einfach großzügig in der Marinade einlegen, ziehen lassen und dann grillen, braten oder schmoren. Fertig. 280 Gramm, 2,99. Fühlt sich eigentlich ganz cool an, ne? Muss ich mal schauen, was es nächste Woche so an Fleisch so im Angebot gibt. Da könnte man sonst das mal definitiv mal ausprobieren. Wir haben nämlich auch einen Opti-Grill und da würde das eigentlich ganz cool passen. Ich hoffe nur, es ist halt nicht zu... Das Problem bei vielen Barbecue-Soßen ist, die sind zu zwiebellastig und das stört mich dann halt immer. Hier hoffe ich halt, wie gesagt, dass das wirklich mal einen anderen Geschmack mit drin hat. Ganz gut, also ich habe jetzt noch nichts mit Zwiebeln gelesen. Super. Also ich würde sagen, das ist ein gutes Produkt, denn es ist ohne Zwiebeln. Ein Hoch auf ein Produkt ohne Zwiebeln. So, das nächste, was ich habe, wo ich schon jetzt mir geschaut hatte, mal mit dem Preis. Frage mich, warum dieser Preis? Wir haben hier Yinyeonshim Instant Nudeln Sun Vegi, obwohl hier oben Nonshim nur steht. Also ich weiß nicht, ob das I mitgesprochen oder das J mitgesprochen wird. Diese mildwürzigen Instant-Nudeln bieten einen vegetarischen Genuss, der sowohl lecker als auch schnell zubereitet ist. Mit einer reichhaltigen Gemüsebrühe und feinen Gemüsestückchen bringen sie eine Fülle von südkoreanischen Aromen auf deinen Teller. 112 Gramm für 2,29 €. Aber warum 2,29 €? Wenn du mal bei uns guckst, da wird die Packung sind 80 Gramm oder 50 Gramm, also ein bisschen kleiner und kosten 55 Cent. Ich weiß jetzt nicht, ob 2,29 € da jetzt für vegetarisches Produkt so gerechtfertigt ist, weil, wie gesagt, ich war bei uns in den Goesha Shop und da waren auch viele Instant-Nudeln, Instant-Reis-Nudeln und was weiß ich was. Und das war nicht so. Oh ja. Weiß ich nicht, ob der Preis jetzt wirklich was da jetzt so besonders ist. Deswegen, das muss ich mal schauen, aber das wird wahrscheinlich was für meinen Sohn sein, weil der mag total gerne Asiennudeln. So, Ende geknistert. Das nächste, da muss ich nämlich mein Heft mal anheben. Da hatte ich nämlich das Heft draufgelegt und zwar ist es das hier. Und zwar Nongshim Instant Nudeln Big Bowl Kimchi. Dass Nudelsuppe glücklich macht, egal wo du gerade bist, hat die südkoreanische Firma Nongshim längst erkannt. Deshalb kannst du dir mit der Shin Cup Nudelsuppe ganz einfach eine Suppe mit würzigen Kimchi zubereiten. Ob als kleiner Snack, zwischendurch als Mahlzeit im Büro oder auch als Festivalessen. Dank einfacher Zubereitung in Handumdrehen fertig. 112 Gramm für 3,49 €. Das ist auch wieder der Preis, so der mich wundert, aber diese Verpackungen sind meist ein bisschen teurer als hier diese anderen Instant-Nudeln, wo man es halt selber ins Gefäß packt. Weiß ich. Hier bin ich jetzt nicht, weiß ich nicht, ob vielleicht 1 € weniger oder 50 Cent weniger schon eher angebracht werden. Also, ja. Genau, aber an sich ein cooles Produkt, weil das wäre auf jeden Fall was dann, denke ich mal, eher für meinen Freund. Kimchi. Wisst ihr eigentlich, was Kimchi ist? Ich weiß es tatsächlich nicht. Und ich habe schon öfter gelesen, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Kimchi.
Was ist Kimchi? Fermentiertes Gemüse. Wonach schmeckt Kimchi? Jedes Gemüse, welches verwendet wird, schmeckt im Endergebnis anderes. Allgemein kann man sagen, dass Kimchi leicht säuerlich und salzig schmeckt. Gewisse Schärfe. Also ich würde doch sagen, das ist dann eher was für meinen Partner. Also von dem her. Aber ich werde es auf jeden Fall mit mal probieren, mal eine Gabel nehmen. So, dann habe ich hier ein kleines Gewürztütchen. Nein, ist es eigentlich nicht, ne? Gochi Tempura Mehl. Scharf und würzig. Aber erlebe den perfekten Kick aus Schärfe und Würze. Das Tempura-Mehl von Gochi verleiht deinen Gerichten eine pikante Note und sorgt für eine goldbraun-knusprige Panade. Zaubere dir den Geschmack Thailands auf den Teller. Paniere und frittiere dein Fleisch, Fisch und Gemüse oder anderes oder verwende es als zusätzliche Nuance in Soßen und Marinaden. 100 Gramm für 1,29 Euro. Jo. Soll ein bisschen pikant sein. Also, ich hoffe, es ist dann nicht zu scharf, ne? Wo kommt denn das? Steht das hier dabei? Thailand. Okay, wir haben ja jetzt ein Produkt aus Thailand. Seht ihr, das hätte mir jetzt noch gefallen, wenn jetzt hier bei manchen das hier gleich im Heft dazu gestanden hätte. In dem Fall, es kommt aus Thailand und hier steht Hot and Spicy. Aber was man hier machen kann, das sehe ich hier schon, da, das sind ja Hähnchen. Man könnte also wie Kentucky Fried Chicken so. Wäre nicht verkehrt, ne? Könnte man vielleicht mal wirklich mal probieren. Obwohl ich nicht, wie gesagt, so der Freund von Hot and Spicy bin. Deswegen, ja, da muss ich mal vorsichtig mal rangehen, denke ich mal. Aber ist an sich nicht verkehrt. Steht hier denn da endlich wie lange haltbar? Weil, wäre jetzt interessant, ich glaube, 11, 22. Es könnte der 1.12.23 sein. Oben steht ja das Apfel und hier unten könnte sein der 1.12.23. Hätte ich jetzt so gesagt. Jo, aber ist nicht verkehrt. Dann habe ich ein kleines Tütchen. So sieht's aus. Also ein Tütchen mit Kleinigkeiten drin. Chin Chin Jelly Strip. Die wie Wackelpudding zum Mitnehmen. Die süß-fruchtigen Jelly Strips lassen sich einfach aus der Verpackung herausdrücken und punkten besonders bei Fans von Naschereien, die eine Gelee-artige Konsistenz haben. Unser Geheimtipp, lege die Jelly Strips ins Gefrierfach und genieße die verschiedenen Sorten eiskalt. 200 Gramm für 2,99. Okay, es hört sich spannend an. Herkunft Taiwan. Also es hört sich total spannend an. Aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass ins Gefrierfach. Ist das so. Das, also es riecht tatsächlich ein bisschen wie von Bubble Tea. Ich weiß gar nicht, welche Socken ich hier habe. Ich habe noch was Grünes. Das ist Kirsche und das ist Ananas. Ja, Blaubeere gibt es eh immer. Ne? Dann würde ich sagen, probiere ich doch mal hier Erdbeere. So, dann schauen wir mal, wie man das auch aufbekommt. Hier ist ein Reislin. Oh, ich habe so Angst, dass mir das jetzt hier... Uah. Also zum Teil vorsichtig sein, bitte. Ja, das Jelly erinnert mich total an die Sachen vom Bubble Tea. Also nicht so stark,
Shelly, also so, dass man jetzt sagt, also so richtig festes Shelly. Und auch von dem Geschmack her, das ist die Erdbeere hier, was ich hier habe. Das schmeckt tatsächlich auch so ein bisschen wie von dem Bubble Tea, diese Geschmacksrichtung. Also ich würde jetzt sagen, jemand, der Bubble Teas mag, auch diese Jellies, der wird das hier auch ganz gut finden. Auch wenn ich weiß, nicht jeder mag hier diese Jelly, Chili, ne? Mhm. Aber ich würde sagen, kommt dem wirklich sehr nah. Genau. Schön. Ja, ich glaube, das kennen wir alle, dass mal irgendwo ein Krankenwagen vorbeifährt. Dann habe ich hier jetzt noch von OKF, Aloe Vera King Pfirsich. Entdecke die besondere Kombination aus Aloe Vera und Pfirsich. Das südkoreanische Erfrischungsgetränk lässt sich perfekt unterwegs, aber auch als Highlight zu Hause genießen. Hol dir den extra fruchtigen Frische-Kick für heiße Sommertage am besten direkt aus dem Kühlschrank und gönn dir eine kühle Pause 500 ml für 2,49. Da weiß ich tatsächlich, die Dinger sind nicht immer so günstig. Ich glaube aber im Asia-Shop, also Goesha, ist das ein bisschen günstiger. Aber ich liebe diese Aloe Vera-Getränke so sehr. Ich weiß gar nicht, das sieht man leider hier unten jetzt nicht so schwimmen. Aber du hast wirklich so kleine Aloe Vera-Stückchen drin. Ne? Ich weiß nicht, ob es hier mit drauf steht. In dem Fall steht es nicht drauf. Aber beim Bubble Tea Shop steht drauf, bei den Aloe Vera nicht für Schwangere geeignet. Ich weiß nicht wieso. Da müsstet ihr euch mal selber informieren. Ich erwähne das jetzt hier. Ja, also ich finde es cool. Boah. Doch, das finde ich cool. Ich liebe es. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Mache ich jetzt aber auch noch nicht auf, weil ich weiß, wie die schmecken. Ich liebe sie. Ja, dann haben wir noch hier eine Werbung zur mediterranen Box. Die ist jetzt auch nicht verkehrt gewesen. Der Inhalt. Gut, als nächstes oder letztes, besser gesagt, oder vorletztes, weil ich habe hier noch was anderes, haben wir dieses Tütchen. Und zwar, hier steht hier noch dazu, mega geile Konsistenz. Seit ich Mochis entdeckt habe, kann ich einfach nicht mehr genug davon bekommen. Anna Junior Produktmanagerin. Dazu Shenpo Mochi, Lila Reis und Taro. Die japanische Klebereiskuchen mit Füllung sind gerade voll im Foodtrend. Die einzigartige Kombination von lilanen Reis außen und einer köstlichen Taro-Füllung innen verleiht dem Mochi-Bällchen einen süßen und leicht nussigen Geschmack. Unser Geheimtipp. Geheimtipp, ab damit ins Gefrierfach und an heißen Sommertagen eiskalt vernaschen. Nee, da bin ich nicht so der Freund von. 120 Gramm, 4,99. Die gibt es aber auch immer mal wieder günstiger. Also das ist jetzt die Firma hier, die das ein bisschen teurer macht. Man sieht hier auch die Taro Schwertbohne steht hier dabei. Ja, ich werde es mal aufmachen. Tut mir leid, wenn es laut ist. Mein Mikrofon, wie gesagt, hat momentan andere Einstellungen, deswegen kann es immer ein bisschen lauter sein. Es ist nur die Frage, wie geht die Packung auf? Normalerweise ist hier eine Reißlinie. Aber so richtig aufgehen. Also ich bin verwirrt. Den auch hier vielleicht. Oh, das ist aber ein bisschen tricky. Ja, mein Freund wird es definitiv nicht schmecken. Er ist kein Freund von den Mochis gewesen. Es ist denen zu weich, zu wabbelig.
ich hatte früher öfters mal diese Mochis gehabt, vor allem grüner Tee, Matcha. Richtig lecker. So sieht's aus. Es ist wirklich richtig weich. Es hat sowas von so Dürrflaum. Boah, ich finde es jetzt vom Geschmack her ganz okay. Kann man auf jeden Fall mal so zwischendurch naschen. Ich weiß aber, wie gesagt, mein Freund wird es nicht gefallen, weil er ist kein Freund von diesen weichen, wabbeligen Sachen. Tintenfisch mag er auch nicht. Das ist ihm auch zu wabbelig und so. Ich mag's. Ich find's ganz gut. Ich finde nur, die Packung ist sehr groß, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind. Könnte ein bisschen kompliziert werden, weil dann kann ich auch nicht so viel essen. Also von Mochis kann ich definitiv nicht so viel essen. Und ja, muss ich mal schauen. Aber mein Mutschen kommt ja zu Besuch. Da könnte ich ihr was abgeben. Bevor ich es vergesse, jetzt hätte ich es fast vergessen, ich habe noch ein extra Produkt drin. Und zwar steht hier da auch tatsächlich dabei, ich bin ein Geschenk für dich. Linqing Asien Spirit Tonkatsu Soße für japanische Schnitzel. Tonkatsu Soße ist besonders leid, besonders lecker zu japanischen panierten Schnitzeln, welche dem Wiener Schnitzeln sehr ähneln. Besonders knusprig wie Tonkatsu, wenn das Fleisch mit Panko-Mehl paniert, anschließend in Scheiben geschnitten und mit Reis und Kimchi serviert wird. Auch zu empfehlen für viele Fleischgerichte. Aus Thailand. Also wir haben jetzt Sojabohnen drin, also Sojasauce. Dann Branntweinessig, Reisessig, Tomatenmark. Und verschiedene Gewürze. Und da muss ich sagen, kann ich tatsächlich zu mir nehmen. Sind keine Zwiebeln drin, finde ich sehr gut. Gefällt mir daher. Wie der Geschmack ist, kann ich jetzt echt nicht sagen. Da muss ich mal ausprobieren. Werde es auf jeden Fall ausprobieren. Hört sich total lecker an. Also das finde ich auch schön. Noch ein extra Produkt. Also wir haben jetzt hier eins, zwei. Ja, auch mal hier gucken. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Produkte haben wir tatsächlich in unserer Box gehabt. Das ist doch cool. Das ist eine sehr, sehr schöne Box. Also ich kann eigentlich mit einem was anfangen. Ja, ob die Preise so stimmen, das kann ich jetzt nicht immer zu 100%ig sagen. Man muss ja sagen, woher haben sie es eingekauft, wie haben die da die Preise berechnet. Weil es halt im Goesha-Shop sind, ist es ein bisschen günstiger. Aber den hat ja nicht jeder bei sich. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der Preis schon so passt. Ne? Ist ganz gut. Also sind auch wirklich, ich denke mal gerade hier zum Beispiel, das hier wird auch recht hochwertig dann schon sein. Deswegen, da mache ich mir jetzt auch keine Gedanken weiter. Also ich kann die Box auf jeden Fall empfehlen und würde sagen, lasst es euch auf jeden Fall schmecken, wenn ihr sie euch holt und seid mal ein bisschen aufgeschlossen. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar von euch und über ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Schöne Reise nach Asien. Und dann, bis dann. Tschüss.